Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen den neuen Arbeitstisch, PC-Tisch zusammenbauen. Ich habe hier schon Schrauben, die habe ich mir im Baumarkt geholt. Ich habe hier zwei Packen Tischgleiter, die will ich unter die Tischkufen drunter machen, dass man das mal schnell schieben kann. Die zwei Tischkufen, eins habe ich schon ausgepackt für das Odimer Shoppen. Und die Arbeitsplatte ist hier hinten, also hinter mir da. Die ist schon da. Ich bin jetzt nur am Überlegen. So, eine Schraube hatte ich ja in dem Odimer Shoppen schon gesagt. Wenn wir gucken, die Arbeitsplatte ist. Ja, kann man sagen, drei. Also 2,8, 2,9, also für mich sieht es eher wie 2,9 aus, soll aber 2,8 sein. Ja. Die Schraube wäre dann praktisch genauso lang, wenn wir die so noch mit dazu nehmen. Aber wenn wir die hier reinmachen in die Tischkufe, so, dann haben wir 2,2, naja, vielleicht 2,1, na, sagen wir mal 2,2, 2,3. Ich sehe das schlecht, ich habe meine Lesebrille nicht auf. Toll, Moment. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Die alte nehme ich. So, ich habe mir mal schnell die alte Lesebrille geholt. So, wenn wir jetzt hier gucken, sind wir bei 2, ja, mit der Spitze kann man schlecht sehen. 2,3, 2,4. Ja, also hätten wir noch ein paar Zentimeter Luft. Und zwar, wartet, da muss ich noch mal langziehen. Und zwar haben wir 2,3, ziemlich genau, die draus guckt. Also haben wir von 2,3 bis 2,8, 2,9 wart jetzt, haben wir dann ja, 6 mm Luft. Und da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich mit zwei Unterlegscheiben arbeite oder bei einer bleibe. Weil wenn ich zwei Unterlegscheiben, ich habe das schon mal vorbereitet, zwei Unterlegscheiben nehme, so, dann kommen wir nur, weil ich habe eher Angst, nämlich, dass das hochkommt, dass die Schraube zu weit hochkommt. Und dadurch, na komm her, dadurch sich das Furnier ein bisschen nach oben biegt und man dann die Huckel sieht. Das wäre bei dem Preis, was ich dafür bezahlt habe, echt bescheiden, wenn ich mir das dann dadurch selber versauere. So, da sind wir bei, ja, etwa 2 mm. 2,1 Zentimeter. Also nur 3 mm, 2, 3 mm mehr. Ja, die soll haben, na, 2, 2,5 mm. Also da bin ich jetzt echt am Überlegen, wie wir das machen. Wie viele Schrauben habe ich gekauft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 12 Stück haben wir. Und ich wollte, damit es auch wirklich fest ist und gut sitzt und so, wollte ich dann eine hier festmachen. Oder die beiden. Und unten zwei und hier in der Mitte zwei. Oder halt 1, 2, 3, 4. Und unten dann 5, 6. Also, dass es dann so zickzack ist. Dann sollte es fest sein. Und
Nachschrauben zusätzlich rinmachen ist jetzt nur auch kein Problem, würde ich jetzt sagen. Ja, mal gucken. So, jetzt packen wir erstmal noch die andere Tischkufe aus. Und mal gucken, wo hier oben und unten ist. Hier. So. Ah. Die Links packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung, wo ich die Tischkufen gekauft habe. Also bei Amazon habe ich sie gekauft. Die packe ich euch in die Beschreibung. Qualität ist echt erste Sahne. Drei Farben gibt es. Schwarzpulver beschichtet und Weißpulver beschichtet und naja, so ein bisschen metallisch, so grau. Und dann halt sieht man halt so die Schleifkanten und so. Und ich habe mich für Schwarzpulver beschichtet entschieden. So. Ach, da ist ja noch was drin. Ich sehe gerade was. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das stand auch gar nicht da. Ach, ich habe hier so Schaumstoff mit bei. Vier Klötzer. Zwei pro Tisch. Ist ja geil. Das stand gar nicht in der Beschreibung. Aber sind zwei Stück mit bei pro Seite. Also insgesamt vier. Das ist ja gut. Dann brauche ich ja die Tischkufen nicht. Die Tischgleiter nicht. Gleitet zwar denn nicht, aber egal. Dann habe ich die umsonst gekauft. So. Ich muss jetzt aber auch das Mikrofon abmachen. Weil sonst, weil ich bin da hinten und mache das. Es tut mir auch leid wegen dem Licht. Ich krieg's nicht heller und für meine Softbox ist kein Platz. Ja, ich denke mal, man sieht das dann trotzdem halbwegs. Und ich mache ja dann auch ein Video, wenn alles fertig ist. So. Schnell die Pappe von der Kabelplatte ein bisschen zusammenknicken, dass ich die alle hier in den Pappkarton kriege. Dann brauche ich nicht 20 Mal rennen zum Papiermüll. Nehme ich einmal mit und dann reicht. So. Das ist. Oh, ist das auf meiner. Ist die Arbeitsplatte. So. Und jetzt brauche ich erstmal mein Maßband. So, ich werde nämlich die Tischkufen nicht direkt am Ende vom Tisch machen, sondern ich lasse den Tisch über die Tischkufen ein paar Zentimeter überstehen. Hat den Grund, weil ich da hinten Rohre habe, dass ich die Tischplatte komplett, also die Arbeitsplatte komplett an die Wand kriege. Das ist, wenn es bündig ist, natürlich nicht. Dann hätte ich so viel Luft in etwa. Das messe ich jetzt gleich aus. Und auf der Seite, damit das halt gut aussieht, mache ich das auf der Seite genauso, wo der Kratzbaum ist. Einmal, damit es gleichmäßig ist. Und hat auch noch den Vorteil, falls sich der Arbeitsplatz mal verkleinert, um, was weiß ich, 10 cm oder so, weil der neue Kratzbaum vielleicht breiter ist, habe ich Platz zum Variieren. Ich könnte dann praktisch einfach ein paar Zentimeter von der Arbeitsplatte abschneiden und könnte die trotzdem weiterhin nutzen und habe dann halt einen größeren Kratzbaum. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Sind
2,5 Zentimeter. Zentimeter, weil die Wand ist schräg. Also machen wir 28 mm die Chorplatte, Nussbaum hell, genau. So. Machen wir 5 cm draus. Auf beiden Seiten 5 cm. So, dann brauche ich jetzt die Schrauben. Also ich mache jetzt auf, also auf der einen Seite vorne sind es 2,2, hinten sind es 2,8 cm. Ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde insgesamt 5 cm Luft lassen. Hat man Platz zum Variieren. Und jetzt sieht nicht so zusammengedrückt aus. Ja. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, einen Schraubenschlüssel habe ich auch schon. Ich brauche aber noch einen Hammer. Ich muss mir noch einen Hammer holen. So, ich habe mir jetzt noch einen Hammer geholt, um anzuditschen die Schraube, und den Rest mache ich alles mit Muskelkraft. Die im Baumarkt haben gesagt, ich soll einfach vorbohren, und aber dann ist ja auch vorgebohrt, dann ist auch lockerer. Deswegen, ich mache gleich von Anfang an nur anditschen, Rest Muskelkraft, ohne dass da irgendwo was anderes ist. Ich habe auch keinen, so einen kleinen Bohrer jetzt hier. Ich bin jetzt gerade dabei, ich habe ausgemessen, habe einen Oliver Shoppen gemacht und jetzt nehme ich gerade auf. Also bist du vielleicht, wenn man es hört, so ja in meinem Tischbauvideo. So.
Na, ich muss wahrscheinlich doch anbohren. Ich muss doch anbohren, sonst kriege ich das nicht rein. Scheiße. Holz, 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 Holz. Hier haben wir Holz. Was nehmen wir denn da? Ich würde sagen, wir nehmen den. Ich nehme mal Bede mit. Nur mal gucken. Wollen ja nur anbohren. Scheiße, Steckdose fehlt ja noch. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich gucken, dass ich die irgendwie angehoben kriege. Oh, jetzt ist mir die Tischkufe abgehauen. Die muss ich festhalten. So. Oh, passt. Passt super, da kommt nichts raus. Oh, weg. Aua. Supi. Super, super, super. So.
So. Super. So. Die war jetzt ein bisschen locker, also da habe ich das wahrscheinlich ein bisschen zu tief gebohrt gehabt. So. Welche Seite? Nein, ich drehen, aber weiter komme ich nicht. Also richtig fest wird es nicht, dadurch, dass es Holz ist, die drehen halt nur weiter. So. Noch zweier und dann fangen wir auf der anderen Seite an. Ach, ich habe schon ganz zittrige Pfoten, ey. So. Jetzt die andere Schraube. Ah, hier. Ich bin echt am Überlegen, ob ich nachher noch zum Baumarkt gehe und nochmal 12 Schrauben hole. Thank you.
So, wie spät haben wir es? Ja, du, wenn ich dann schon in deinem Tischvideo drin bin, dann mal einen herzlichen Gruß an deine ganze Community und ja, viel Spaß beim Aufbauen. Also falls ihr das jetzt gehört habt, das war der Marc, der allen eine schöne Grüße da lässt. Was, oh Gott, Katze? Ja, das ist Mausi, sie wollte Liebe. Die beiden kommen auch immer wieder, wenn ich streame. Streame und sitzen vor mir. Vor mir und laufen vor der Kamera. So, noch ein Smiley dahin. So, ich habe geantwortet 22. Also ich habe noch 30 Minuten in etwa, dann muss ich los. Quatsch. 10 Minuten, dann muss ich los. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber der... Habe ich da drüben eine Steckdose? Ich glaube ja. So, da hat sich jetzt der Akku verabschiedet. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Upala, der Marc hat nämlich eine Sprachmitteilung geschickt. Die werde ich euch nochmal vorspielen. Was beim Aufbauen? Was? Da. Ja, du, wenn ich dann schon in deinem Tischvideo drin bin, dann mal einen herzlichen Gruß an deine ganze Community. Und ja, viel Spaß beim Aufbauen. Gut. So, wie spät haben wir es? 25. Na, 10 Minuten habe ich noch. Wir kriegen den Tisch noch fertig. Und umbauen, umstellen, da hilft mir meine große, da werde ich dann beim Umdrehen, das werde ich nicht filmen, weil da hilft mir meine große Tochter. So, jetzt müssen wir erstmal noch die anderen Tischkufe ranmachen. Maßband. Und 5 cm habe ich mich entschieden, lasse ich Luft. So. Und so, dass wir hier dann auch bündig sind. Soll ja nicht übergucken. Ja, 5 cm passt. Oder? Gucken wir mal. Ja, sind 5 cm. Passt. Passt, wackelt, hat Luft. Und auf der Seite müssen wir noch ein bisschen ranmachen. Jetzt sind es hier auch 5. Hier nochmal kontrollieren. Hier sind es auch 5. Ne, hier sind es nicht 5. Hier sind es. So, jetzt sind es 5. Jetzt sind es 5. Etwa nicht ganz 5. So. Ich bohre aber erstmal ein Loch. So. Ich mache das jetzt erstmal fest.
Und dann kann ich das immer noch auf der anderen Seite justieren. Weil es wäre Blödsinn, wenn ich jetzt hier... Obwohl, hier kann ich ja... Hier kann ich mir das Ding heranmachen. Es wäre Blödsinn, wenn ich jetzt hier gleich alle Löcher bohre. Ach, wieder falsche Seite. Deswegen, ich mache jetzt erstmal nur eine Seite fest. Dann werde ich auf der anderen Seite nochmal kontrollieren. Und bevor ich das hier festziehe, hier auf der Seite auch nochmal kontrollieren. Weil das verschiebt sich ja hier ein bisschen. Also ganz fest gehen die Schrauben nicht, weil dann überdrehen sie. Weil ist ja Holz, ist klar. So. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Ja, jetzt sind wir bei 5. So ist das okay. So. So, jetzt ist fest. Jetzt auf. Jetzt brauche ich auch das hinten. Das habe ich einfach genommen. Das war mit bei beim Tisch, damit ich das bündig habe mit einem Rand, damit das halt nicht irgendwo hinten oder vorne übersteht. So, jetzt müssen wir hier gucken. Wir haben hier jetzt 5. Jetzt haben wir 5. So. Jetzt sollte ziemlich gerade sein. Ich bohre halt immer nur so ein Stück an, damit ich halt durchs Furnier durch bin und dass hier so ein kleines Loch da ist. Den Rest ziehe ich dann mit der Schraube. Mit dem Schlüssel. Jetzt haben wir es fest. So. Also mit der Hand muss man erstmal anziehen, ist klar. Jetzt zieht sich das nach und nach fest. Oder auch nicht. Die ganze Zeit hat super geklappt und jetzt hier die Schraube macht mir hier einen Strich durch die Rechnung oder was. So, jetzt haben wir mit der Hand festgemacht. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht schräg kommen. Ach, sind wir schräg gekommen. So, ich ditsche nochmal an hier. Die ganze Zeit brauchte ich es nicht. Jetzt geht's. Ah, die ist ein bisschen schräg. Warum auch immer. Na, das zieht sich gleich alles gerade. Na, sag ich ja. Und schon ist er gerade. Jetzt überprüfen wir das nochmal. Das sind... Ja. Fünf Zentimeter. Sind wir genau richtig. Also, und jetzt können wir natürlich die anderen Löcher bohren. So, jetzt können wir uns die Schrauben alle herholen. Und so schnell hat man seinen eigenen Tisch. Also ihr könnt euch ja auch so einen Esstisch bauen. Ja? Oder einen Partytisch oder was weiß ich. Aber halt, ich habe jetzt meinen PC-Tisch. Und ich mag das halt nicht mit diesen normalen PC-Tischen, wo die Tastatur unten ist in so einem Ausrollteil. Das nervt mich.
So, das nervt mich, wenn man rauszieht und dann tippt und dann schiebt man es wieder rein. Das nervt mich. Ich brauche eine schöne große Arbeitsplatte, damit Fläche, damit der Monitor schön weit hinten ist, dass vorne die Tastatur ist. Und jetzt habe ich Platz, kann die Tastatur hoch zur Seite schieben, der dicke Kater passt drauf, alles. Ja. Und die Boxen und die ganze Kleinkram, was man so hat. Tastatur, Maus, Boxen, Kartenleser. Das muss ja alles irgendwo hin. Und später mache ich hier nochmal ein Loch in die Arbeitsplatte. Ich habe auch so eine Säge dafür, für einen Bohrer. Aber erstmal muss das alles aufgebaut werden. Und ich muss wissen, wo die Monitore denn stehen. Vorher kann ich das nicht machen. Weil da kommt dann USB und so in die Tischplatte rein und ein Adapter für also das ist alles inklusive USB, USB-C und Mikrofon und Kopfhörer ist da drin. Das ist ganz gut. Da habe ich dann Platz zum Variieren. Und ich bin nicht mehr auf diese Soundanlage von Logitech angewiesen. Weil da habe ich jetzt, weil der PC steht zu weit unten und der Kabel vom Kopfhörer nach hinten oder vorne ranmachen ist doof, weil dann ist der immer im Weg. Und so habe ich ihn dann oben dran. Vorher habe ich ihn beim Logitech, bei dem, ich habe so eine Logitech Z noch irgendwas. Da habe ich so ein Drehrad und da kannst du einen Klinkeanschluss drin machen. Und da musst du aber den Lautsprecher komplett aufdrehen. Und wenn du vergisst, den wieder zurückzudrehen, ist es halt arschlaut. Und das ist Kacke. Ist es schon soweit? Ja. Wie spät ist es? 34. 34, naja, dann haben wir noch 16 Minuten Zeit. Bin ja gleich fertig. So. Nee, 11 Minuten, hab mich verzählt. So. Und schon ist die Arbeitsplatte fertig. Wie gesagt, ich bin am Überlegen, nochmal 6 Schrauben zu holen. 1, 2, 3, na da oben 3 vielleicht. Müssen wir mal gucken. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Ich baue das mit meiner Tochter um. Ich stelle das um. Und dann mache ich vielleicht nachher nochmal ein Video oder Kabelmanagement. Aufbau kommt ja sowieso. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin. Ich habe mir entschieden, ich mache nach dem Aufbauen noch ein Video, also noch ein kurzes Video, das hänge ich halt hinten mit dran. Nur Aufbauen ist auch ein bisschen doof. Ich gebe euch mal einen kleinen Überblick. Ich habe es jetzt erstmal alles provisorisch angeschlossen. Noch nicht richtig, also wie ihr seht, da ist auch noch riesen Kabelsalat. Das muss alles erst angeschlossen werden. Die Kabel sind heute gekommen. So. Jetzt seht ihr, wie es aussieht. Ich mache mal den Stuhl so ein Stück weg. Auch da unten ist jetzt noch mega Kabelsalat. Das muss alles dann noch ein bisschen zusammengemacht werden, damit das da hinten hinter dem Dings verschwindet. Aus dem Kabelschacht werden später noch Kabel kommen. Ja, vielleicht mache ich auch 2, 3 Kabelschächte noch von oben nach unten irgendwie. Oder eben dicken Kabelschacht, dass das alles dahinter verschwindet. Da muss ich mal gucken. Dann kann das da unten rauskommen und dann kann man da vielleicht noch einen Kabelschacht nach rechts machen oder so. Ich muss erstmal gucken, wo der PC denn im Endeffekt überhaupt hinkommt. Aber so sieht es jetzt erstmal provisorisch aus. Ich habe jetzt meine Monitore. Wie gesagt, der bin ich am Überlegen, ob der denn herkommt und also praktisch der und der dann runter oder halt noch einen dritten Monitor. Wäre ja Platz, dass der dann hier schräg kommt, so wie der ist und sich das hier alles irgendwie rüber verlagert. Das müssen wir mal gucken. Platz wäre. Ich habe auch schon meine Lampen aufgebaut. So, ja. Mikrofon ist dran. Meine Witt steht. Das ist aber alles erst provisorisch. Das ist nur erstmal so gemacht. Provisorisch, dass ich heute Abend streamen kann. Die Bude sieht aus. Aufräumen wird es morgen soweit sein, weil jetzt werde ich erstmal essen und dann ist es schon mit Streamen gleich soweit.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen werden Träumchen. Und wenn alles fertig ist, also das Wohnzimmer komplett fertig ist und wie gesagt, zu dem Verkabelvideo mache ich noch ein Video und morgen wird es hier wirklich besser angeklemmt. Das ist jetzt erstmal nur provisorisch. Die Kabel sind alle da. Muss den LAN-Kabel noch verlegen und so was alles. Dann gibt es da auch noch Videos. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.